Für das heutige Video müssen wir ein paar Jahrzehnte zurück in die Vergangenheit. Um genau zu sein, müssen wir ins Jahr 1996. Im September diesen Jahres spielte sich in der Familie des polnischen Nationalspielers Jakub Blaszczykowski eine schreckliche Tragödie ab. Eine Tragödie, welche sein Leben um 180 Grad veränderte. Jakub spielte im Wohnzimmer Puzzle und seine Mutter löste Kreuzworträtsel. Der damals 10-Jährige sagte kurz vor dem Fall: "Mama, ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich dich verliere", und fing an zu weinen. Danach spielte er mit Bauklötzen und sein Fenster war angelehnt, als er plötzlich einem Gespräch horchte. Er wusste sofort, dass es sein Vater ist und hörte erstarrt der Stimme zu. Er hört ein "Hier hast du, du F" und rennt ohne Schuhe raus, um seiner Mutter zu helfen. Aber es ist zu spät. Kuba sagte, Zitat: "Für mich ist es, als sei Mutter in meinen Armen gestorben. Sie machte noch 3 Atemzüge und dann war es aus. Plötzlich Stille." Der damals 10-jährige Blaszczykowski musste sich ansehen, wie seine Mutter vom eigenen Vater niedergestochen wurde. Er lag 3 Tage lang auf seinem Bett und war wie paralysiert. Seine Mutter Anna starb an jenem Tag und sein Vater Sigmund bekam eine Haftstrafe von 15 Jahren. Er sprach mit seinem Vater von dem Tag an kein Wort mehr. Sein Vater starb nach seiner Entlassung im Jahre 2012 und Kuba ging trotzdem zu seiner Beerdigung. In einem Interview sagte er: "Täglich fuhr ich von unserem Dorf zum Fußballtraining in die Stadt. 6-mal die Woche, 2 Stunden hin, 2 zurück. Abends kam ich erst um 10 oder 11 ins Bett. Nach dem Tod meiner Mutter fuhr ich 2-3 Monate überhaupt nicht mehr zum Training." Allerdings hatte Kuba damals eine wichtige Bezugsperson, welche ihm verhalf, Profifußballer zu werden. Jerzy Braczek, welcher damals schon Profifußballer war und heutzutage die polnische Nationalmannschaft trainiert, sprach Kuba Mut zu. Sein Onkel überredete ihn, an einem Sichtungsturnier teilzunehmen. Kuba sagte zu und wurde zum besten Spieler gekürt. Jerzy sagte zu Kuba: "Hast du gesehen, was du kannst und wie gut du sein könntest, wenn du regelmäßig trainierst?" Von da an nahm die Geschichte ihren Lauf und Jakub Blaszczykowski wurde zu dem, der er heute ist. Ein großzügiger, zurückhaltender und ehrgeiziger Profi. Ein Mann mit dem Herzen am rechten Fleck. Er hat es geschafft, alle Steine aus dem Weg zu räumen und erreichte am Ende seinen Traum vom Profifußballer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann verspreche ich dir, dass du auf diesem Kanal noch weitere solcher Videos finden wirst. Bis zum nächsten Sonntag.